Alter, was geht ab, Leute? Hange bei einem Latios Raid. Ich werde heute versuchen, ein paar zu machen. Ohne Map. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber wird schon gehen. Und zwar hauptsächlich, weil das Event noch läuft. Doppel-EP, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Mehr Sonderbonbons, was ich unbedingt brauche. Und was gestern passiert ist. Wartet mal. 2082, 100% habe ich gestern gefangen. Richtig saftig. IV-Check, bester Satz, KP, Angriff, Defense 15. Einfach hier ein paar Raids gemacht. Rein. So, hier ist auch noch ein Doppel-Raid. Hätte ein Dreifach-Raid werden können, aber haben sich nicht genug Leute gefunden. Auch wenn man gar nicht so viele braucht. Ich habe gehört, man schafft es zu zweit. Muss ich mal ausprobieren, demnächst. Auf jeden Fall gestern. Ich habe Quetex jetzt immer um 3 aus bereits. Neuer Deal mit dem Boss. Und ja, bin ich angekommen. War da bei mir ein Dreifach-Raid, habe den mitgenommen. Habe alle drei gefangen. Und dann war auf der anderen Seite noch ein Doppel-Raid. Schaut dann an den Kollegen Stefan, der uns gefahren hat. Haben wir den auch noch mitgenommen. Auch beide gefangen. Und einer davon war der 100er. Und lustigerweise standen wir bei der Arena. Dann meinten die anderen dort, ja, dass letztens da 200er bereits kamen. Und dann, Kampf zu Ende, ich schaue so auf meine Zahl, 100%. Screen Recorder nicht angemacht, das Spiel hat ein bisschen gehangen. Wollte ich jetzt nicht riskieren, also. Aber zum Glück alles gut gelaufen. Auch ironischerweise, ich habe excellent geworfen, ich habe great geworfen. Aber drin geblieben ist er dann beim schlechten Wurf. Hatte zum Glück echt eine Menge Bälle, 11, 12 Bälle. Also ich habe ihn beim 8., 9. Mal gefangen oder so. Was auch manchmal anders hätte laufen können, weil manchmal habe ich halt auch nur 7 Bälle oder so. Und mit 7 hätte ich ihn halt nicht bekommen. Also jeder Ball ist wichtig, Leute. Jetzt hier erstmal ein Doppel-Latios-Raid und dann schauen wir mal, was sonst noch so geht. Jemand kämpft mit Shiny Lugia. Das war nicht so gut, weil Lugia allgemein kein guter Angreifer ist und Lugia Flug Psycho ist, was weder noch effektiv gegen Latios ist. Yo, auf der Jagd nach den Latios und den Sonderbonbons habe ich übrigens gerade noch einen 98er gefangen und Shiny Makuhita. Warte mal, Hyperball kann der schon bekommen. Jetzt habe ich beide, Shiny Makuhita und Mediti. Guter Tag. Also nicht nur ein Tag, sondern gestern war auch gut. Gestern und heute läuft. IV-Check. Ah, schlechteste. Aber immerhin. So, das war am Samstag, jetzt ist Sonntagabend, es kam übrigens gerade die Einladung raus und überraschenderweise ist der X-Raid wieder am Dienstag und nicht am Mittwoch, jeder dachte es wechselt auf Mittwoch. Ich habe einen um 17.30 Uhr, also der ist sogar machbar, gehe ich einfach eine Stunde früher aus der Arbeit. Schreibt dann in die Kommentare, ob ihr eine Einladung bekommen habt, ob ihr hingehen könnt und wie gut euer bestes Latios ist. Ich habe einen 100er gefangen, richtig saftig. Gleich danach, also nicht gleich danach, aber
Danach auch noch ein 98er, erster Ball drin geblieben. Problem ist jetzt, ich muss genug Bonbons sammeln, damit ich beide auf Max pushen kann. Einen mit Drachenattacken, einen mit Psychoattacken. Also Latias läuft. Shiny Makuhita auch noch gefangen. Jetzt habe ich beide vom Event. Ein Mediti, ein Makuhita. Das reicht mir. Aber Event, Fazit, Event-Ausbeute schauen wir uns morgen nochmal genau an. Da geht es dann ab zum Penny und dann schauen wir, wie viel EP ich gemacht habe, wie viele Raids, welche Shinies. Einfach nochmal über das Kampf-Event reden. Gold ergehen. Ich habe durch das Event auch ein paar neue Gold ergehen. Also das schauen wir uns morgen auch nochmal an. Aber das war's. Kurz und knappes Video. Einladung kam heute raus. Ich habe einen 100er gefangen. Ich habe einen 98er gefangen. Wir haben einen Shiny Makuhita gefangen. Und vor ein paar Tagen einen Shiny Mediti. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen mich so. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist das Business.